Herzlich willkommen. Hier ist der Verhundert-Podcast. Live dabei, nur 100 Jahre in der Vergangenheit, seit dem Attentat von Sarajevo. Hier ist der Luis und der... Und Steffen. Hallo, liebe Zeitreisende. In der mittlerweile 123. Ausgabe dieses Formats. Heute haben wir den 15.11.1921. Und vor 100 Jahren den 15.11.1921. Die Folge gliedert sich wie folgt. Wir fangen an mit den Hausmeisterthemen, wie immer begrenzt durch unsere geheiligte Eieruhr 2 Minuten, denn Podcaster im Allgemeinen und wir im Besonderen reden gerne über uns selbst und das wollen wir aber auf 2 Minuten beschränken, weil es geht ja um die Ereignisse von vor 100 Jahren und das ist der nächste Gliederungspunkt. Und zum Schluss kommt diesmal nicht der Harry Graf Kessler Teil, weil die alte Eule ist schreibfaul, muss ich leider sagen. Ja, aber wir schließen ab mit Werbung von vor 100 Jahren aus den Zeitungen. Luis, wollen wir dann gleich zu den Hausmeisterthemen kommen? Okay, ich stelle dir Eieruhr 2 Minuten. Ich rede immer zu viel. Steffen, hast du Hausmeisterthemen? Also passend zu dieser Folge bin ich heiser geworden, deswegen halte ich mich in den Hausmeisterthemen zurück. Luis, du darfst sie voll ausnutzen. Und wem das jetzt langweilt, nun, ihr könnt 2 Minuten vorspulen. Und das meinen wir ernst, weil ich rede Sachen, die mir selber wichtig sind, weil ich mich von mir selber rede. Nur, das heißt natürlich nicht, dass für andere das so super interessant ist. Ja. Ich fange an. Ich habe hier meine 1 Minute 40. Folgendes. Wir reden über das Internet. B, wir haben steigende Zugriffszahlen, was ich gut finde. Wir haben einen positiven Trend. Und C, für mich das Wichtigste, ich war in Peenemünde zum ersten Mal in meinem Leben vor 2 Wochen. Herzlichen Glückwunsch. Ja, Peenemünde. Ja, Weltstadt, nein, überhaupt nicht Weltstadt. Ich wollte schon seit Jahren mal nach Peenemünde, weil da gibt es ein tolles Museum und das möchte ich empfehlen. Und zwar, da gibt es das Museum des ehemaligen Versuchsgelände. Und zwar zur Zeit des Zweiten Weltkriegs wurde unter Werner von Braun in Peenemünde Raketen entwickelt. Okay, und da warst du? Da war ich und da konnte man halt sich damit beschäftigen, wie unter schrecklichsten Bedingungen in KZs, in sozusagen später im Kriege, in Tunneln im KZ unter fiesen Bedingungen, vorher halt in diesem Versuchsgelände die V1 und die V2 und andere Raketenwaffen entwickelt wurden unter Werner von Braun. Für die Nazis. Hm. Ist halt sehr, sehr interessant, weil ich bin, einer von meinen zahlreichen Hobbys ist auch so Weltraum, das Weltraumtum mit Dingen. Und natürlich da ist der erste Start einer modernen Rakete. Also erstmal der erste Start einer Rakete, die über 100 Kilometer flog und damit in den Weltraum war. Das war halt von Peenemünde aus. Und das ist sozusagen, das sind die ersten Raketen moderner Bauart. Das heißt, du hast einen flüssigen Treibstoff, der sich in Sauerstoff und in einem brennbaren Teil sozusagen trennt. Das heißt, die Rakete kann auch ohne Luft fliegen und in großer Höhe und auch sehr, sehr, sehr schnell. Ist das jetzt die erste Rakete der Welt oder Deutschland im Deutschen Reich? Das ist die erste Rakete, die in den Weltraum fliegt. Es gab schon eher Raketen. Die erste Rakete, meiner Meinung nach, so die in den Geschichtsbüchern stand, natürlich ist irgendwo in China mit Schwarzpulver. Und die Geschichtsbücher haben in Amerika ein Ereignis von Hubbard, heißt der. Das. Aber diese moderne Rakete, die halt quasi diese getrennten Treibstoffe hat, flüssig hat und das Design hat sich eigentlich nicht viel verändert, weil nach dem Krieg wurden ja die Techniker und die Raketen in allen Siegermächte verschleppt. Das war damals bahnbrechend. Werner von Braun hat im Apollo-Programm mitgearbeitet, gehörte zum engen Führungszirkel der NASA zum Schluss. Sowohl die Russen wie die Engländer als auch die Franzosen und eben auch die Amerikaner, die mit Operation Paperclip haben halt das Know-how geholt und damit Raketen gebaut. Und es ging halt vor allem nach dem Krieg daraus halt die Raketen zu entwickeln, mit denen man Atombomben zum Feind tragen kann. Und weil eine Atomrakete, die fliegt in den Weltraum und dann landet sie wieder oder sie fliegt sehr, sehr hoch und wird sehr, sehr schnell und ist dadurch eigentlich kaum aufzuhalten. Das ist halt eine leider effektive Massenvernichtungswaffe und darum geht es. Und dann gab es halt diesen Weltraum, diesen Wettkampf zum Weltraum und zum Mond und dann die Weltraumraketen haben sich daraus entwickelt. Sehr okay. Interessant. Okay, die 2 Minuten sind um. Ich hätte jetzt am Schluss noch einen Witz. Ah ja, stimmt. Luis, du liest ja auch immer noch Witze. So erfreue er uns. Das werde ich tun. Wichtig ist, es ist immer gut, einen Witz erklären zu müssen, das weiß ich. Weiße Woche ist die Woche nach Ostern.
Weiße Woche, okay. Ja, der Witz heißt Weiße Woche. Der Rossmetzger Bastian überlegt hin und her, wie auch er die Konjunktur der Weißen Woche ausnutzen könne. Schließlich lässt er folgende Anzeige los. Während der Weißen Woche prima Schimmelfleisch. Pferdeschlechter Bastian. Ne, Schimmel mit Pilz und mit Schimmel der Pferderasse. Ja. Ja. Das war ein Witz von vor 100 Jahren. Ich hätte noch mehr. Ja, ich kann kaum mich auf dem Stuhl halten. Aber ja, gerne noch einen. Der Witz heißt Beschäftigung. Wie vertreiben Sie sich denn die Zeit im Ruhestande, Herr Sekretär? Mit Unzufriedenheit. Das war jetzt die Pointe? Ja, das war der Witz. Ich hätte noch einen. Ja, vielleicht wird der Herr besser. Alle guten Dinge sind drei. Halt dich bitte an deinen Schreibtisch fest. Ja, ich bin ja schon fest umklammert. Ich habe fast einen Krampf. Genau. Du bist ja in deinem West-Berlin bei dir immer schön festhalten. So, der Witz heißt, alles wird teuer. Wohin so eilig ernst? Zum Arzt. Nanu, was fehlt dir denn? Fehlen tut mir eigentlich gar nichts. Aber da die Ärzte doch nächstens ihr Honorar erhöhen, will ich von den alten Sätzen profitieren. Gut, da haben wir wieder gelacht. Das sind die Witze von vor 100 Jahren und ich habe die aus meiner Sicht besseren rausgesucht. Oje, oje. Gut. Kommen wir zu den Themen von vor 100 Jahren. Das erste Eisen, was ich in mein Schmiedefeuer am Schmelzen habe, wäre Oberschlesien. Wollen wir damit anfangen? So Oberschlese er herum, ja. Ja, und zwar Oberschlesien wird geteilt. Oberschlesien, das ist ein Streitthema aus dem Versailler Vertrag, weil im Versailler Vertrag wurde nach dem Grundsatz des Selbstbestimmungsrechts der Völker verschiedene Gebietsumverteilungen festgelegt, zum Beispiel, dass Westpreußen zu Polen gehört, dass Elsass-Lothringen zurück zu Frankreich gehört, dass ein Gebiet im Norden von Schleswig-Holstein an Dänemark kommt, dass ein Gebiet an Belgien bekommt, dass Österreich-Ungarn so nicht mehr existiert und es Österreich zu Ungarn und zu vielen anderen Staaten kommt. Und einer dieser Themen ist Oberschlesien. Das wird verwaltet von einer Viererkommission des Völkerverbundes und die haben eine Abstimmung organisiert. Das stand zum Versailler Vertrag für Oberschlesien. Mhm. Oberschlesien, das ist quasi ein Gebiet im heutigen Polen. Also, wenn man sich Schlesien vorstellt, weißt du, wo Schlesien liegt, Steffen? Ja, ja, sehr gut, weil angeblich ein Teil meiner Vorfahren auch aus Oberschlesien käme. Dann weißt du das, ne? Genau. Und das ist der südlichste Zipfel vom Schlesien, ist Oberschlesien. Mhm. Es geht bei Görlitz los und entlang der heutigen tschechischen Grenze runter. Und dann da, wo halt quasi Tschechien und Slowakei das Länderdreieck hat mit Polen, da das Gebiet um, jetzt sage ich die damaligen deutschen Namen, ich kenne die polnischen Namen, die sind heute wichtiger, betone ich, weil da Polen leben, ja, im Rosenberg, Beuthen, Kleiwitz, Ratibor, das ist die Ecke, die Oder fließt auch dort und die Kleiwitz ist ein Seitenarm. Wie gesagt, damals den deutschen Namen. Heute würde ich die polnischen Namen verwenden, die ich nun gerade nicht kenne, weil der Polen wohnt. Genau. Gut. Mhm. Ja, und dieses Gebiet wird halt abgestimmt, kommt es zu Polen oder zu Deutschland. Und das ist natürlich ein Streitapfel zwischen beider Nationen. Erstmal, weil es keine klare Mehrheit gibt zu einem der beiden Völker. Und zum anderen, weil das Gebiet immens wichtig ist, weil das eines der großen Industriegebiete ist. Ja, das Deutsche Reich fand das auch nicht gut, dort Gebiete zu verlieren. Das haben sie auch damit begründet, dass sie da deutlich geschwächt werden und haben das auch darauf zurückgeführt, dass man Deutschland absichtlich schwächen wollte. Richtig. Und die deutsche Argumentation ist die, dass, um die Reparation zu zahlen, dieses Industriegebiet von entscheidender Bedeutung ist. Und natürlich hat der polnische Staat auch Interessen, dieses wichtige Industriegebiet unter seiner Kontrolle zu bekommen. Zumal da ja auch Polen leben. Aber es leben halt auch Deutsche da. Und hier ist es wirklich schwierig, eine gute Lösung zu finden. Es gab langwierige Verhandlungen. Es gab eine Abstimmung. Sie ging wie folgt auf. 60%
haben für Zugehörigkeit zum Deutschen Reich gestimmt, der Rest für Polen. Das ist jetzt nicht so klar. Eben. Es wurde halt nicht absolut entschieden, dass halt, okay, es gibt mehr als 50% und jetzt ist alles Deutschland, sondern es wurde geteilt. Ja. Und wenn man sich das auf der Karte anguckt, geht der groß, also geht ein größerer Teil des Gebiets, sagen wir mal 70% an das Deutsche Reich und 30% an Polen. Das klingt sogar, sieht auf der Karte gar nicht mal so verkehrt aus, entsprechend der Abstimmung. Überwacht wird es von der Völkerbundskommission von Spanien, Belgien, China und Brasilien. Auch eine interessante Kombination. Ja, also dass Brasilien dabei ist, das finde ich jetzt auch etwas seltsam. Genau, jedoch mit dem Ergebnis ist besonders das Deutsche Reich extrem unzufrieden. Also Zitat, der preußische Ministerpräsident redet im Landtag von einem Unheil von unübersehbarer Tragweite und die Reichsregierung unter Wirth tritt zurück. Dazu kommen wir gleich. Also die Deutschen sind sehr unzufrieden. Die Regierung treten zurück und es gibt 100.000 Demonstrationen in Berlin. Und warum? Weil auf den ersten Blick klingt es ja gar nicht mal so bekloppt, ne? Auch wenn man damals wahrscheinlich am Stammtisch verprügelt würde, jetzt neutral betrachtet, klingt das gar nicht mal so bekloppt. Das Problem ist, aus deutscher Sicht zum einen, dass halt viele mehrheitlich deutschsprachige Gebiete, die auch für Deutschland gestimmt haben, in Polen sind. Also weil halt die Grenze nicht so perfekt verläuft, sondern das ist überlappend und es sind auf beiden Seiten. Das eine. Und das andere, das Problem, dieses oberschlesische Industrierevier sind 3200 Quadratmeter, ist reich an Zink, Bleierz und Steinkohle. Und 77,5% der Kohleförderung geht an Polen. Von 16 Zink- und Bleierzgruben gehen 12 nach Polen und nur 4 bleiben in deutscher Hand. Ja, das ist eine deutliche Mehrheit. 37 Hochöfen, 22 in Polen. Und das Hintergrund der extrem hohen Reparationszahlung sorgt für Unmut. Das Volkeszorn ist entfacht in der Welt von vor 100 Jahren. Und die Regierung sieht die Zahlung der Reparationen an die Alliierten in Frage gestellt und tritt zurück. Dann würde ich das Zepter sozusagen mein schmelzendes Eisen aus der Esse holen und sozusagen in deinen hoffentlich nicht verbrennenden Händen übergeben wollen, um den Rücktritt der Reichsregierung zu besprechen. Ich war schon darauf vorbereitet, dass von dir nur heißes Zeug kommt, Luis, und habe die Schutzmaßnahmen vorgetroffen. Hier wird nur heißes Eisen geschmiedet. Ja, kommen wir zu Kabinett Wirth. Du sagtest es schon, wie das Kabinett tritt zurück. Und jetzt muss ich etwas machen, liebe Zeitreisende, was der Luis eigentlich nicht so mag. Denn ich spreche darüber erstmal gar nicht, sondern fange von weiter hinten an in der Geschichte. Luis, bist du bereit? So fange er an. Ja, ich dachte so, der Kabinett Wirth tritt zurück. Sind die nicht gerade erst zurückgetreten? Und dachte mir, lass uns doch nochmal in vor 100 ein Previously on vor 100 machen. Und zu sagen, was in diesem Jahr alles so für Kabinette zurücktraten im Deutschen Reich. Luis, kannst du dich noch daran erinnern, was so das erste Kabinett in diesem Jahr war im Deutschen Reich? Fiese Frage. Unvorbereitet. Man muss sagen, mit Regierungen in der Weimarer Republik, das ist immer so eine Sache. Ja. Die sind so ein bisschen wie in Italien heute, nicht so langfristig. Nein, ich krieg's gerade nicht zusammen, peinlicherweise. Ja, ich musste auch nochmal nachlesen. Ich wusste nicht mehr, wie er hieß, aber es war Kabinett Fehrenbach. Ach ja. Vom Zentrum, also Zentrum ist eine christliche Partei gewesen damals, quasi der Vorgänger der CDU, CSU. Die traten zurück, weißt du nochmal warum, Luis? Noch zweite fiese Frage. Weil das weiß ich noch, weil die nach London gefahren sind und die Reparationen in Frage gestellt haben und eigene Ideen hatten, dann sind einfach alle gegangen und darauf sind sie zurückgetreten. Genau, das war im Mai, es kam dann zu Neuwahlen und seitdem... Und dann kam Wirth. Dann kam Wirth, ein schöner Folgentitel. Und dann kam Wirth auch von der Zentrumspartei, hat am 1. Juni auch seine Antrittsrede gehabt. Wir berichten. Die Regierung, ich habe einen Karlauer, die Reichsregierung wurde mit Wirth, Wirth gebildet. Mhm. Ja, ich habe dich unterbrochen. Du hast deine Witze aus der richtigen Tageszeitung. Erfahre fort. Ich ignoriere meine Anmerkung. Bitte. Ja. Und Wirth stand für Erfüllungspolitik. Das hat er damals in seiner Antrittsrede betont, dass er die Erfüllungspolitik vorantreiben will, um zu zeigen,
dass selbst wenn man sich probiert daran zu halten, an diese ganzen Auferlasse der Entente, der Siegermächte, dass das nicht leistbar ist. Das damalige Kabinett Regierung bestand dann klar aus der Zentrumspartei, wie ich ja gerade sagte, als auch aus DDP und SPD. Und es gab noch diese bürgernahe Partei namens DVP. Die will allerdings damals nicht mitmachen, aufgrund der Erfüllungspolitik und weil die SPD sich da noch sehr unentschlossen ist, mit dieser Partei zusammenzuarbeiten. Man muss dazu sagen, die SPD hatte da noch so ein sehr links ausgerichtetes Parteiprogramm seit Ende des 19. Jahrhunderts war das noch. So diese Grundprinzipien. Und jetzt im September kam es in der SPD auf dem Parteitag dazu, dass ein neues Programm verabschiedet wurde, dass man sich mehr zur Mitte öffnen wollte, also nun auch mit der DVP besser koalieren könnte. Und jetzt kam es im September auch mit der DVP wieder zu Verhandlungen. Und ja, will die gerne mit dabei haben, die DVP. Was kannst du dir vorstellen, Luis, warum will man eine Partei mehr in der Regierung haben? Damit man die Mehrheit hat. Genau. Das ist der einzige Grund. Ja. Weil ansonsten hast du nur ein Problem bei Mehrheit, mit dem du nicht einigen musst. Und das ist halt relativ schwierig, vor allem wenn du so eine Erfüllungspolitik machen willst, die ja doch auf Unmut stößt in der großen, breiten Bevölkerung. Wenn du sagst, ja, alles, was da gefordert wird, das machen wir jetzt so. Und dann müssen wir einsparen und blablabla. Das gibt natürlich großen Widerspruch und da ist es natürlich besser. Da das hatten wir ja kommentiert mit sehr vernünftig, sehr weise, sehr schwer zu verkaufen. Genau. Ja, aber auch diese Verhandlungen im September mit der DVP, die scheitern wieder. Und zwar, obwohl sich die SPD schon ein bisschen geöffnet hat. Allerdings scheitert es an einem Thema, an dem heutzutage auch vieles scheitert, nämlich an der Steuerpolitik. Die SPD will eine neue Besitzsteuer einführen. Das will die DVP nicht. Die DVP möchte lieber die bestehenden Steuern erhöhen und keine neue Steuer einführen. Und darin scheitern im September tatsächlich so Verhandlungen. Also irgendwie kommt mir das alles sehr schräg bekannt vor. Aber lassen wir das Thema. Mhm. Nur mit anderen Parteiennamen. Mhm. Und ja, jetzt kommt es dazu, dass im Oktober da dieser Völkerbund beschließt, dass Oberschlesien geteilt werden muss aufgrund dieser Abstimmungen. Und jetzt tritt die Regierung Wirth zurück. Während dieser Zeit vergehen so circa 4 Tage, bis die Regierung Wirth eine neue Regierung gründet, auch wieder unter Wirth. Und sie möchte... Es wird wieder Wirth. Ja. Karlauer II. Wieder Wahnsinn. Also man merkt, dass wir um Karneval herum veröffentlichen. Ja, und diesmal soll, große Überraschung, die neue Regierung bestehen aus Zentrum, DDP, SPD und DVP, also dieser großen neuen bürgerlichen Partei. Hier eine Anmerkung, das ist ein Krux für die Weimarer Republik, weil die haben natürlich am rechten und am linken Rand extreme Parteien, die antidemokratisch sind. Das heißt, dieser bürgerliche Kern, der demokratisch ist, ist sehr, sehr beschränkt und deswegen sind da immer wieder die gleichen Parteien, die sich sozusagen an den Händen anfassen und um das Feuer rumspringen und die ganze Zeit rufen. So muss man sich das vorstellen. Und das führt auch zu Verdruss bei den Bürgern, weil sie gar nicht sehen, dass sie eine Wahl haben, weil immer die gleichen regieren und die können halt nur untereinander regieren, weil halt die wollen nicht mit den Kommunisten als auch mit den Nazis sozusagen koalieren und deswegen sind es immer gleiche Parteinamen, die da rumspringen. Das ist so ein ganz großes Problem der Demokratie in der Weimarer Republik. Und das, also ein Grund mehr, warum ich das hier nochmal so ausschmücke, wer da jetzt mit wem wie koaliert, das sind dann eigentlich alles nur Buchstaben 100 Jahre später. Ich wollte sagen, das hätte ich auch gern gewusst, worauf du jetzt da hinaus willst. Ich finde das sehr, sehr spannend, dass jetzt Oberschlesien geteilt wird. Das ist, du sagtest schon, das ist ein großer, großer Eingriff und das führt dazu zu großen Tumulten. Aber ich finde, dass es schon beachtlich ist, dass man im September mit der DVP Verhandlungen macht, dass es da erstmal, ja, dass es da ein kleines Misslingen gibt, aber man sich ja trotzdem auch schon der DVP von der SPD-Seite her öffnet und quasi einen Monat später man einen Grund hat, die Regierung zurücktreten zu lassen, um eine neue Regierung zu bilden und die Gespräche wieder mit der DVP aufzunehmen.
Und ich stelle die These hier in den Raum, Luis, dass das, dass der Rücktritt Wirths nur aufgrund der Teilung Oberschlesiens eine Farce ist und in Wirklichkeit Wirth einen neuen Grund haben wollte, sich mit der DVP zu koalieren. Da hast du völlig recht. Also ich teile diese Einschätzung auch. Politisch übrigens sehr, sehr geschickt, weil quasi, um halt bloß nicht, also dass man bloß ihn das nicht anlastet, weil er ist ja der Erfüllungspolitiker, ne? Und ist ja eine persönliche Niederlage, dass halt die Alliierten eben nicht helfen, den deutschen Interessen, sondern ihn sozusagen nochmal nachtreten. Und deswegen ist der Rücktritt sehr, sehr schlau. Und noch was, lieber Hörer, wenn ihr das alles verwirrend fandet, langweilig und auch irgendwie die Frage stellt, warum? Was ist das Ergebnis? Wo ist der Mehrwert? Das haben sich die Zeitgenossen eben auch gefragt. Und das war ein großes Problem der Weimarer Republik. Dadurch war sie auch immer sehr, sehr unpopulär. Genau wegen das, was Steffen gerade erzählt hat. Deswegen danke, dass du das auch nochmal so dargestellt hast, weil das ist, finde ich, ein ganz gutes Beispiel. Ja, einen Nachtrag habe ich dazu noch. Obwohl mit der DVP jetzt die Koalitionsgespräche aufgehen, stellt sich die DVP hin und sagt, es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren und sagt, wir lehnen das jetzt hier ab. Das ist übrigens, da kenne ich eines, ja, Christian Lindner. Ja, das war auch genau deswegen, habe ich es gerade angesprochen. Die DVP sagt nein, also das muss eine viel kräftigere Reaktion geben wegen Oberschlesiens und deswegen können wir jetzt hier nicht in die Regierung mit eintreten. Deswegen können wir nicht mitmachen bei der Regierung. Wir wünschen uns eine härtere Reaktion von Wirth. Und Wirth sagt sich dann, okay, dann halt ohne DVP weiter und stellt sich dann am 5.11. wieder hin vors Parlament und sagt, ja, ich mache eine neue Regierungsrede. Weißt du schon, worum es gehen wird? Um die Teilung Oberschlesiens. Nein, er verteidigt mal wieder die Erfüllungspolitik. Oh, das muss man sich mal vorstellen, wie schwer das in dieser aufgeheizten Stimmung ist zu verkaufen. Ja, weil er hat es ja vorher gemacht und die Alliierten haben ja quasi so da eine Entscheidung getroffen, die aus deutscher Sicht unpopulär ist. Und also ich staune immer, ganz ehrlich, dass sie den Laden überhaupt so lange zusammengehalten haben. Also ich finde eigentlich, also dass diese Republik nicht schon längst weggeputscht ist, finde ich jeden Tag mehr, was man so liest, hier ein Wunder, möchte ich mal anmerken. Ja. Wahnsinn. Also ich finde es auch krass, ja. Man stellt sich hin, ja, ich bin für die Erfüllungspolitik. Dann kommt irgendwas, was ist alles rein deutscher Sicht. Die Polen sehen das anders, die Franzosen sehen es anders, aber aus rein deutscher Sicht, ne? Dies, ja. Ja, und dann kommt halt kommt der Völkerbund oder kommen Siegermächte, fordern irgendwas und dann stellst du dich da jedes Mal hin und sagst, ich trete zurück. Wenn das so passiert, dann ich trete zurück. Ein paar Tage später machst du die Regierung wieder neu mit dem gleichen Beteiligten und sagst, ja, aber Erfüllungspolitik. Ich warte schon bis zum nächsten Mal, Luis, bis wieder etwas kommt und wird sagen, also ich trete hier zurück. Ja, also ich glaube, es gab 14 Regierungen der Weimarer Republik, wenn es mich nicht täuscht. Unzählige. Also mindestens so viel, also ne, 13 manche, also fast ein 1:1 Verhältnis zu Jahren. Also als Spoiler, lieber Zeitreisender, das war dieses Jahr für erst der letzte Regierungswechsel. Ja, also relativ stabile Zeiten kommen auf uns zu. Für die nächsten Monate, ja. Was auch witzig ist, genau in diesem ganzen Tumult, zwei Anmerkungen noch. Immer einhaken, Steffen, habe ich dich zu früh oder hast du noch was? Nee, ich bin damit fertig, gebe das heiße Eisen wieder an dir, dann dich zurück. Aua, heißes. Ich habe meinen Schuh vergessen. Schnell ins Feuer. Psch, okay, schnell ins Wasser. Ne? Eine Anmerkung. Die Alliierten sind sich auch uneinig. Frankreich ist eher so Revanche unterwegs. Das heißt, die finden das gut, wenn Polen 4 bekommt, um das Deutsche Reich zu schwächen. Großbritannien hätte eher lieber ein stabiles deutsches Reich, damit die ihr Geld bekommen. Doch, um das nochmal anzumerken. Zweitens, was ich ganz witzig finde, und Steffen, er sage bitte Stopp, wenn das Thema nicht so spannend sein sollte. Ich finde das interessant, weil es kommt zu einer Zollunion zwischen Danzig und Polen. Ich finde dieses Thema mit Danzig immer interessant, weil es ist eine freie Reichsstadt unter der Kontrolle des Völkerbundes. Sie wird aber außenpolitisch durch Polen vertreten und in Danzig wohnen aber Deutsche. Günter Grass ist, glaube ich, in den 20er Jahren geboren, auch in Danzig. Ja? Und das ist irgendwie eine ganz interessante Konstellation, finde ich immer, dieses unabhängige Danzig in den 20er Jahren, in den 30er Jahren bis 39, bis
na, die Nazis einmarschiert sind. Und es gibt eine Zollunion, weil halt eben Danzig in das polnische Zollgebiet eingegliedert wird. Ja, und, klar, du musst es ja irgendwie hinbekommen, ne? Wenn du da so viel Grenze teilst um dieses kleine Gebiet herum, dann musst du dir da irgendwas einfallen lassen, sonst werden die alle kirre. Ja, aber erstmal sind es ein deutschsprachiges Gebiet und Danzig ist hat zwei Nachbarn. Also die östliche Hälfte der Stadt ist direkt Ostpreußen und das andere ist halt Polen. Also man könnte genauso gut mit Ostpreußen und Deutschen Reich eine Zollunion machen. Ne? Also Ist die westliche Grenze nicht Ostpreußen? Nein, die östliche. Das liegt quasi zwischen an der westlichen Ostpreußen-Grenze liegt Danzig. Ah ja, gut, dann habe ich mich da vertan im Geiste. Muss ich nochmal nachholen, Hausaufgaben für mich. Ich weiß das genau, weil ich vor 3 Jahren bin ich mit Fräulein Kleewald sozusagen mit dem Fahrrad von Danzig bis Usedom gefahren. Das ist jetzt verwirrend, weil du meinst deine Fräulein Kleewald und nicht meine Fräulein Kleewald. Ja, natürlich. Ich habe es einfach dein Neologismus übernommen. Jedenfalls bin ich von Danzig bis Usedom gefahren und dann fährt man in Danzig los und dann fährt man auf diesen polnischen Korridor, der sich halt nach dem Versailler Vertrag gebildet hat, wo es dann einen so einen Ostseehafen gab, wo dann auch ganz groß dran steht auf Polnisch, dass das halt dieser polnische einzige Hafen war, an diesem kleinen Korridor, weil dann, da kam ja Hinterpommern, das war ja sozusagen, die deutsche Grenze war ja hier weiter im Osten auch nach dem Versailler Vertrag und ja, bin durchgefahren, deswegen. Anmerkung. Und das ist irgendwie interessant, finde ich. Also und ne, also Danzig, Kontrolle Völkerbund, polnisches Zollgebiet, wird vertreten von Polen, ist ein eigenes, ist eine freie Stadt, sozusagen Status einer freien Stadt. Außenpolitische Vertretung von Polen. Ja. Wolltest du dazu noch was sagen? Nein. Gut. Und es wird wieder geputscht. Von mir aus können wir auch diesen, es gibt wieder jemanden, der quasi mit außerhalb des demokratischen Spektrums Chef werden will. Ja, wir reden mal wieder über Karl. Karl der Kaiser oder Karl der König, wie man es nimmt. Wir hatten letzte Folge schon darüber gesprochen, dass wir mal wieder über König Karl den IV. Beziehungsweise Kaiser Karl den I., Kaiser von Österreich, König von Ungarn sprechen. Beziehungsweise war er das ja nur bis Kriegsende 1918. Danach, zum Kriegsende, hat er ja gesagt, er verzichtet auf seinen Anteil an der Regierung und geht ins Exil. Und diese Worte sind sehr weise gewählt worden von ihm damals, denn er sagte ja nur, dass er auf seinen Anteil an der Regierung verzichtet, aber nicht auf den Verzicht des Thrones in Ungarn, denn er ist ja dort noch König seiner. So sieht er das zumindest. Und dieses Jahr hatten wir jetzt schon mal, dass der Kaiser im März mit seiner Frau Zita ins Auto steigt und aus dem Schweizer Exil nach Ungarn fährt. Quasi so inkognito. Und wenige Tage später vor dem Reichsverweser Horthy steht und seinen Thron zurückfordert. Horthy ist der Admiral von Ungarn. Ja. Ja. Und Horthy denkt sich, 1.4. ist ein April-Scherz oder was, geh mal schön zurück. Und Kaiser Karl, Karl, also König Karl der IV. Und seine Frau Zita. Genau, weil in Ungarn ist er König, nicht genau, Kaiser. Genau. Und die müssen dann wieder zurück ins Exil in die Schweiz. Peinlich, peinlich. Ja, und jetzt im Oktober kommt der Karl wieder da, ist er wieder da mit seiner Frau und denkt sich, naja, okay, das mit dem Auto mache ich jetzt nicht nochmal. Ich fliege jetzt mal mit dem Flugzeug nach Ungarn. Und sage, wollt ihr nicht meine Untertanen werden? Ja, tatsächlich wird er dort von einigen noch königstreuen Truppen in Empfang genommen und bildet auch ein Kabinett aus ehemaligen Ministern der kaiserlichen königlichen Monarchie. Also man kann sagen, derselbe Muff in neuem Dress mit den Personen, mit denen es damals ins Abgrund ging, die hat er jetzt neu rekrutiert zu einem neuen Kabinett. Man kann sagen, König Karl hat also nichts draus gelernt. Mit diesem alten Muff geht er jetzt Richtung Budapest und will natürlich dort seinen Thron zurückfordern. Karl! 18 Kilometer, Luis, vor Budapest wird er denn doch gestoppt von den derzeitigen Regierungstruppen. Der König Karl, so peinlich. Ja, und Horthy sagt zu ihm, du Karl, ganz ehrlich, geh mal zurück ins Exil. Wenn du gerade zugehört hast, Luis, sagte ich, dass er aus der Schweiz kam, dass er dort sein Exil hatte.
Und ja, die Schweiz, die sagt jetzt, nee, also mit diesem Karl, der Vierte, der reist dauernd nach Österreich, nach Ungarn. Mit dem haben wir so viel Stress, dem wollen wir nicht zurück. Das ist ganz peinlich. Ne? Kaiser und König von Österreich-Ungarn und jetzt will nicht mehr das Exilstaat einhaben. Oh, ist das schlimm. Ja, und jetzt findet sich ein neues Exil. Also die ehemaligen Entente-Mächte, die legen fest, dass der jetzt nach Madeira zurückgeht. Oh, ist aber eigentlich ganz nett da. Ja, und dort ins Exil muss. Und die Entente verlangt auch noch von Ungarn, dass sie jetzt so ein Gesetz bitte verabschieden sollen, dass das nicht nochmal passiert. Was denn jetzt auch passiert, tatsächlich, Ungarn verlangt, setzt das Gesetz um, das Entthronungsgesetz, das die Herrscherrechte von Karl und allen Habsburgern erlischt. Aber sie bleiben trotzdem bei der Monarchie. Horthy bleibt noch Reichsverweser. Das heißt, jeder kann sozusagen König werden. Es gibt aber gerade keine Wahl. Jetzt fragt man sich, Luis, ist denn jetzt mal endlich Schicht im Schacht? Ist da jetzt mal endlich Ruhe? Was macht denn jetzt der Karl? Und da möchte ich in die Zukunft schauen, die Glaskugel einmal schütteln. Und wenn sich der ganze Schnee dort einmal vertreibt, dann sehen wir ins Frühjahr 1922 zum 1.4. und da stirbt tatsächlich der ehemalige Kaiser bzw. ehemalige König von Ungarn, stirbt. Kannst du dich noch daran erinnern, woran er stirbt? Denn ich erwähnte es vor einigen Folgen mal. Nee, also wie ausgerutscht oder sowas? Nee, es ging in der Folge um die spanische Grippe. Ah, ja. Er hat sich am 15.03.1922 eine der späteren Wellen, ne? Hat er sich mit der spanischen Grippe infiziert. Man hat dann einige Tage gewartet, bis man einen Arzt ruft. Und als er kam, da war es quasi schon zu spät. Am 1.4., da war er schon ein paar Tage bewusstlos und stirbt dann an einer Lungenentzündung. Seine Frau Zita lebte noch ziemlich lange übrigens. Da hatte ich auch, darf ich die Eisenstange haben? Ich überreiche sie dir, sie ist nur noch lauwarm. Und zwar das Kind, eines der Kinder von Kaiser und König Karl ist Otto von Habsburg, geboren 1912, wurde als Thronfolger ausgebildet. Und den finde ich unfassbar spannend, weil der ist ja sehr alt geworden, der ist gestorben 2011. Ich hatte ihn schon mal erwähnt und der war im Europaparlament und der durfte oder der ist ewig nicht nach Österreich und auch nach Ungarn nicht eingereist, weil halt die nicht willkommen waren, die Habsburger, eben wegen diesen Entthronungsgesetzen. Und das ist ein ganz interessanter Mensch, werde ich verlinken für die Folge. Otto von Habsburg, das war ein Europäer zum Schluss, hatte einen monegassischen Pass, meiner Meinung nach, halt, weil er halt in Österreich und Ungarn nicht so beliebt war, auch noch in den 90er nicht. Ja, sehr, sehr interessant. Das ist Wahnsinn, wie lange sich sowas immer hält, hä? Ja, und das ist ein ganz, Otto von Habsburg ist ein sehr, sehr beeindruckender Mensch. Also den finde ich, hätte auch einen guten König sogar abgegeben, denke ich mir. Tja, weiß man nie. Ich würde aber behaupten, ich bin kein Freund der Monarchie. Das hat der eine von 10, der es gut gemacht hätte. Privatmeinung, kann ich nicht beweisen. Ja, das kann sein. Dann, wenn ich die Stange schon mal habe, Nahrungsmittel. Iss sie bitte nicht auf, Luis. Du brauchst zwar Eisen, aber bitte nicht die Stange. Nein, das ist ein bisschen sehr, sehr viel Eisen. Und zwar, wir haben das schon ein paar Mal angedeutet, Nahrungsmittel sind knapp und teuer. Hier wollte ich noch ergänzen, galoppierende Inflation und eine Sommerdürre, die halt den Durchschnittsbürger sehr zum sparsamen Haushalt zwingt. Es gibt sogar in der bayerischen Landesregierung, ausgerechnet in Bayern, einen Gesetzentwurf zur Bekämpfung der Schlemmerei. Oh, der Schlemmerei. Der Entwurf sieht vor, Personen, Zitat, die sich aus Hang zum Wohlleben der Genusssucht hingeben. Ich finde, das ist eine wunderschöne Formulierung. Die könnte man einrahmen, ja, und mit Kalligraphiepinseln auf langen Banderolen aufschreiben. Die sich aus Hang zum Wohlleben der Genusssucht hingeben. Und wer diese frivole Tat doch begeht, dem drohe Geldstrafen bis zu 200.000 Mark oder 5 Jahre Gefängnis. 200.000 Mark, das ist enorm. Ja,
unter 5 Jahre Gefängnis. Das zeigt auch, dass die Regierung auch nicht sinnvolle Optionen prüft, um die Verfügbarkeit von bezahlbaren Nahrungsmitteln zu erhöhen. Ich stelle mir gerade vor, wie du auf der Straße stehst und jemand zeigt auf den Finger mit dir auf dich und sagt, das ist ein Genusstäter. Ein Genusstäter, ja. Er hat sich dem Hang zum Wohlleben, er hat sich den Hang seiner Genusssucht, dem Hang zum Wohlleben hingegeben. Ja. Klingt so passiv, als hätte man keine Wahl. Ich wurde von meinem eigenen Hang zum Genuss und zum Wohlleben heimgesucht. Ich konnte nicht anders. Ja, oder dann im Gefängnis, ne? wenn die ganzen Knastis da so rumlaufen und fragen, hä, was hast du? Ich hab in Fülle und Hülle habe ich Weintrauben gefressen. Ich bin Genusstäter. Ich bin Genusstäter. Und das war in Bayern? Das war in Bayern. Und das ist interessant, ich habe hier eine Statistik im Chronikbuch, was halt den Pro-Kopf-Verbrauch von Getreide und Kartoffeln vergleicht. 1914 zum Beispiel wurden 153 Kilo Roggen verbraucht und 1921 102 pro Kopf. Ja, das sind ein Drittel weniger. Und das zieht sich so durch. Gerste sind sogar von 108 auf 635 Kilo. Also wir haben mindestens ein Drittel bis ein 50% weniger Konsum für alle Nahrungsmittel. Was ich interessant fand, also Roggen, Weizen, Gerste, Hafer, Kartoffeln, was ich interessant fand, der Bierverbrauch ist von 1919 auf 1921 gestiegen. Ja, das wundert mich nicht. Ja. Wo du gerade noch Bayern sagtest, da wurde was getriggert. Ich habe, während wir uns hier so vorbereitet haben auf die Folge, habe ich mitbekommen, dass am 18.10., dass der letzte König von Bayern starb. Ludwig der Dritte. Der dankte zwar schon 1918 dann ab, aber der wurde auch ziemlich alt. Der wurde auch feierlich in München begraben. Ich habe Bilder gesehen in der Zeitung, wo ich immer die Witze her habe. Ja, der ist, glaube ich, 76 geworden. Also ist am 7. Januar 1845 geboren und jetzt am 18.10. ist der letzte König von Bayern gestorben. Genau. Besonders dramatisch ist die Nahrungsmittelsituation wohl in Berlin. Also die Regierung hat das auch untersucht und die sagen halt, es gibt nicht so sehr einen Missstand. Es ist vor allen Dingen ein Problem, dass die Eisenbahn nicht mehr so gut funktioniere und deswegen die Kartoffeln nicht so gut verteilt werden können, wie es denn gebraucht wäre. Und Brennereien hätten große Bestände an Kartoffeln aufgekauft, um ihre Produktion zu sichern. Das sagt die Regierung dazu. Finde ich immer interessant. Kartoffeln müsst ihr nicht essen, wir machen daraus Schnaps. Ja, und das sind halt die beiden Sachen. Also es wäre eher ein Verteilungsproblem. Gerade in Berlin der Fall ist, dass man das gar nicht so gut dahin bekommt und es wird zu viel getrunken. Das wollte ich nochmal zum Thema Nahrungsmittel auftun. Vielen Dank, Luis. Ich habe tatsächlich nur noch eine Meldung und danach könnte ich dich reden lassen und mich zurücklehnen. Dann übergebe ich dir den Stab. Ich habe, der ist mittlerweile schon ganz, ganz kalt. Ja. Ja, ich heiz den hier mal auf mit einem ziemlich doofen Thema und zwar, was uns alle innerlich zur Weißglut bringt. Und zwar kommt der übliche Nazi-Teil jetzt. Wir haben ja gesagt, in Vorhundert werden wir immer wieder jetzt Folgen haben, wo der Nazi-Teil schon fast obligatorisch ist. Wir haben jetzt den 4.11. gehabt und da gab es im Hofbräuhaus München gab es eine Hitler-Rede. Und während dieser Rede ist ein Sozialdemokrat aufgestanden und hat dazwischen gerufen. Und dann kam der Ordnungsdienst von Hitler, der hatte damals einen Ordnungsdienst, und es kam zu einer Massenschlägerei in diesem Hofbräuhaus. Und dieses Ereignis am 4.11., das führte dazu, dass der Ordnungsdienst umbenannt wurde in Sturmabteilung. Also das ist sozusagen die Geburtsstunde des Namens SA. Die Abteilung selber gab es so quasi schon vorher, nämlich seit 1920 von Hitler gegründet und heißt jetzt seit dem 4.11., seit dem Geschehen Sturmabteilung. Fand ich mal erwähnenswert. Ja, ich würde den Stab wieder haben wollen. Ja, bitte, der Nazi-Teil ist auch immer schlecht. Ich reiche ihn dir schnell wieder zurück. Ist der warm. Flottenkonferenz in Washington. Das ist ein wirklich positives Thema. Und zwar, es gibt eine Konferenz, wo sich die mächtigen Nationen treffen mit der ernsthaften Absicht, Flottenabrüstung zu betreiben. Der damalige Präsident Warren G. Harding
eröffnet die Konferenz mit einer Rede. Es sind die 5 Siegermächte des großen Weltkriegs vertreten, plus China, Portugal, Belgien und den Niederlanden. Mhm. Ich möchte kurz die Eröffnungsrede von Warren G. Harding zitieren. Es ist nicht eine Konferenz zur Festsetzung von Bedingungen. Es ist ein Zusammenkommen aus allen Teilen der Erde, um die Störungen in den internationalen Beziehungen der Nationen auf das kleinste Maß zurückzuführen. Die Welt ist friedliebend und drängt nach Erneuerung. Sie hungert und dürstet nach einem besseren Zusammenleben. Die Menschen schreien nach Erlösung und flehen nach der Gewissheit dauernden Friedens. Alle verlangen nach Gerechtigkeit. Die Welt taumelt in ihren Schulden und will ihre Last abgenommen sehen. Angesichts der unermesslichen Kosten eines Krieges und der fortwährenden Rüstungslast verlangen alle einsichtigen Völker wirkliche Beschränkung der Rüstungen und eine Sicherheit des Friedens. Das klingt mal nach einer guten Rede. Die Frage, hat er nur geredet oder auch so gehandelt? Hat er. Das ist wirklich eine Erfolgsgeschichte. Ja. Also diese Washington-Konferenz, die kannte ich, weil die war bis in den späten 30er Jahren aktiv. Mhm. Die war nochmal relevant, als die Nazis ihre Aufrüstung getrieben haben, weil sie quasi dann hier drauf Rücksicht nehmen müssen. Es wurde sehr lange verhandelt. Es geht vor allen Dingen um Großbritannien, Frankreich und Japan, die halt diese Großkampfschiffe im Bestand haben, also Schlachtschiffe und Kreuzer. Mhm. Das war ja auch ein wichtiger Punkt des Ersten Weltkrieges, die deutsche Flotte, die eine Gefahr für Großbritannien stellte. Und es ist halt so, dass jede Meldung über neue Geschütze mit größeren Kaliber und neue schnelle Einheiten beantwortet werden muss. Es ist halt ein Wettrüsten, wo alle verlieren, so ein bisschen wie in der modernen Welt mit den Atomwaffen, weil diese Schiffe sehr, sehr, sehr teuer sind. Hm. Wir reden von Kampfschiffen. Flugzeugträger kamen erst im Zweiten Weltkrieg. Die Kernvereinbarung des Washington Abkommen zur Flottenabrüstung sagt, dass in den Flotten USA, Großbritannien, Japan, Frankreich und Italien das Verhältnis von 5-5-3, 1,75, 1,75 vorgeplant eingesehen wird. Das bedeutet, das ging jetzt sehr, sehr schnell. Also Großbritannien und USA haben eine gleich große Flotte. Danach kommt die drittgrößte Flotte von Japan und Frankreich und Italien haben eine kleinere Flotte, aber gleich groß. Es wird ein Baustopp für alle Großkampfschiffe vereinbart, Verschrottung aller Bestände, die dieses Stärkeverhältnis überschreiten. USA bietet an, 30 Schiffe abzufragen. Und das ist wirklich, also die USA ist hier richtig, richtig weit vorne, weil die bieten auch an, im Bau befindliche Schlachtschiffe abzufragen. Also das ist sehr, sehr mutig. Das ist wirklich ein ehrliches Bemühen seitens der US-amerikanischen Regierung abzurüsten. Das merkt man. Das ist wirklich ehrlich hier. Ich glaube, das würde heute keiner mehr machen. Also doch, und was Abkommen für Nuklearwaffen, das haben die auch im Kalten Krieg gemacht, als sie gemerkt haben, es wird zu viel, gibt es. Es ist aber wirklich vergleichbar, weil die hatten ja viel zu viele Sprengköpfe, konnten sich mehrfach umbringen und es ist unfassbar teuer, diese Waffen zu unterhalten und zu bauen. Und das Gleiche ist hier mit diesen Schlachtschiffen. Ja, ich meine aber, heutzutage würde es wahrscheinlich keiner mehr machen. Das ist, weißt du nicht, also würde ich so jetzt nicht sagen. Jetzt haben wir natürlich gerade eine hitzige Phase in der Weltpolitik. Jedenfalls damals, das wurde wirklich vereinbart und es wurde auch von allen Mächten eingehalten. Und es gab halt nicht nur diese festen Quoten, ne, also 5, 5, 3, 1,75, 1,75 USA, Großbritannien, Japan, Frankreich, Italien, sondern es gab halt auch Vorgaben. Also du durftest neue Schiffe nur innerhalb von bestimmten Größen bauen. Zum Beispiel auf deutscher Seite wurde in den 30er Jahren ja die Bismarck gebaut, ein relativ bekanntes Großschlachtschiff. Mhm. Und die wurde, da wurde gelogen und betrogen, dass die quasi viel kleiner wäre beim Bau, damit die halt diesen Vorgaben aus diesem Abkommen, was damals immer noch galt, auch für das damalige Deutsche Reich in den 30er Jahren, um die einzuhalten. Also das war, ich finde, das hier ist eine Erfolgsgeschichte. Ja, das wusste ich gar nicht, dass die da so eine Vorgaben hatten und das gar nicht größer bauen durften. Und es hat auch funktioniert. Also, na klar, da hat jeder mal versucht, mal ein bisschen zu betrügen. Ne? Nur das wurde wirklich ernst genommen und auch eingehalten und hat zu weniger Schlachtschiffen geführt. Also die US-amerikanische Marine wurde massiv eingestampft zum Beispiel daraufhin. Mhm. Ja, gute Sache. Wirklich gute Sache. Washingtoner Konferenz, gute Idee, gute Sache. Also ich bin für meinen Teil Fan von sowas. Ja, danke Luis dafür. Dann hätte ich noch ein Thema. Ja, so schieße er los. Ist denn das Eisen noch heiß? Ist es jetzt quasi schon, ich habe es schon in den Keller gelegt.
Ja, und fange das nächste Projekt sozusagen an. Hm, okay. Und folgendes, es gibt jetzt einen Krieg zwischen Griechenland und Türkei in der Zeit von vor 100 Jahren. Wir haben darüber schon mal gesprochen in der Folge 22, Alpengewitter. Da gibt es auch einen Film zu mit Russell Crowe, das Versprechen eines Lebens. Und hier wollte ich nur mal ganz kurz die Großwetterlage drauf eingehen. Hm. Und zwar, wir hatten ja gesagt, die drei Achsmächte, Österreich, Ungarn, das Deutsche Reich und das Osmanische Reich, die hatten jeder einen eigenen Friedensvertrag. Und am meisten abgeben musste das Osmanische Reich. Es blieb eigentlich nur so ein ganz kleines Kerngebiet nach dem Ersten Weltkrieg übrig in Anatolien. Das heißt, Istanbul wurde internationalisiert und neutral sein und war keine Kontrolle mehr. Und quasi das Staatsgebiet war wesentlich kleiner als das der heutigen türkischen Republik. Okay, ja. Das war der Vertrag von Seyfres oder Seyfres. Oder, also frag mich nicht, dass ich kann sowas nicht aussprechen. Und es gab einen sehr, sehr starken Führer auf der türkischen Seite, das ist Kemal Atatürk. Ja. Der wird ja heute da noch, kennt man. Und es war damals so, das ist heute nicht mehr bekannt, dass der westliche Teil der Türkei, da haben sehr, sehr viele Griechen gelebt. Ne? Wenn man zum Beispiel erinnert, frühe Geschichte, der Krieg von Troja und so, die ganze Ägäis war eigentlich sehr stark besiedelt von Griechen. Also auch da, wo heute Izmir ist, also auch der westliche Teil der Türkei, waren viele Griechen. Da gibt es auch Gegenmeinungen zu, vor allem auf türkischer Seite, ne, ist eigentlich historisch ein, zumindest auch von Griechen besiedeltes Gebiet. Ja. Und jetzt gibt es halt einen Krieg zwischen Griechenland und Türkei über die Kontrolle von Istanbul, von sozusagen der Küste an der Ägäis, und zwar der Ostküste. Habe ich das soweit verständlich ausdrücken können? Ja, also ich kann dir noch folgen. Ich frage mich jetzt nur gerade, wenn da so zwei große Gebiete da jetzt wieder anfangen, soft miteinander zu haben, ob das so England, Frankreich auf den Plan ruft, die da schon bestimmt bemüht sind, dass da Ruhe im Karton ist. Ja, und jetzt geht es ja darum, da wieder Ruhe aufzukriegen. Und die türkische Seite gewinnt den Krieg gegen die griechische Seite. Mhm. Und aus der Position der Stärke wird jetzt Friedensverhandlungen mit den Siegermächten angeboten, wenn sie sich raushalten aus diesem Krieg. Weil das ist die große Angst natürlich von Kemal Atatürk, dass sich die Westmächte in den Krieg einmischen. Ah ja, das ist eigentlich ein kluger Schachzug, ne? Dann merkt man aber auch, wie stark er ist, dass er so ein Angebot machen kann, ne? Ja, das stimmt. Wobei ich mir auch vorstellen kann, dass das jetzt die britische und französische Regierung, also generell die Siegermächte, USA ja sowieso gerade gar keinen Bock haben, noch da irgendeinen Konflikt anzufangen. Eben, das ist es halt. Die haben da eigentlich doch nicht so Lust drauf. Ne? Also ich meine, der Osmanische Reich war ja viel größer. Das heißt, zum Beispiel der ganze Mittlere Osten mit Libanon, Palästina, dem heutigen Israel und Syrien wurde ja aufgeteilt, ne, zwischen England und Frankreich, da konnten sie auf jeden Fall auch das Reich Irak und das alles, das ging ja nach England zum Beispiel. Das heißt, die konnten schon ordentlich Früchte vom Baum sammeln und hier haben sie jetzt kein Interesse mehr. Und das ist gerade unterm Gange. Glaskugel ist, also die Türkei ist sozusagen Sieger und es bildet sich halt die moderne türkische Republik und der Kemal Atatürk jetzt in nächster Zeit mit der Hauptstadt in Ankara. Und Istanbul mit dem Zentrum am Bosporus, aber auch, dass eben die türkische Republik die Kontrolle über den Bosporus hat, war ja höchst strategisches Gebiet. Also großes historisches Ereignis vor 100 Jahren. Mhm. Danke, Luis, dafür. Oder warst genau. Du noch gar nicht fertig? Nee, das ist eigentlich das. Und das hätte ich eigentlich nur noch ein letztes Thema. Ah, dann so schieße er los. Und zwar, was ich sehr, sehr interessant fand, wir hatten jetzt schon ein paar Mal Meldungen zum Kino. Ich wollte ganz kurz was zum Kino sagen. Ja. Und zwar, interessanterweise ist das Deutsche Reich von vor 100 Jahren eine Weltmacht des Kinos. Diese marode Republik mit ihren Putschen und ihren ständig wechselnden Regierungen und ihren Hunger und ihrem Chaos war äußerst kreativ fürs Kino.
Kabinett des Dr. Kagaris kam Februar 1920 ins Kino. Und das ist ein im Stil des expressionistisch gehalteter Film, der zum Chaos der damaligen Zeit passt und den deutschen Film zu Weltruhm verhilft. Andere Beispiele, die in diesem letzten Jahr auskamen, ist Golem von Paul Wegener. Und im nächsten Jahr kommt Nosferatu von Friedrich Wilhelm Murnau und Dr. Mabuse von Fritz Lang. Und den kennt man, ja, wo er seinen Durchbruch bekommt. Und das sind wirklich Filme, die zu dem Eckpfeilern, Stückpfeilern des modernen Kinos gehören. Und die entstehen halt in dieser Weimarer Republik. Das ist halt, also da ist auch Licht und Schatten ganz, ganz eng beieinander immer. Das finde ich extrem faszinierend an dieser Zeit. Da könnten wir auch mal wieder den Filmteil machen, finde ich. Das sind ja so bedeutende Filme. Die könnten wir uns ja dann mal anschauen. Ja, das finde ich eine sehr gute Idee. Ich habe den Nosferatu-Film noch nie so richtig gesehen, nur so mal Ausschnitte. Das könnte man ja mal machen. So, und dann so in die Winterpause mit einem Bier und ja, Whisky. Das kann man gerne so machen. Das wäre es von mir. Ich möchte auch gleich sagen, dass ich nichts vom Elch der Elchen habe, weil der Elch der Elche war sehr schreibfaul in der Zeit von vor 100 Jahren. Gut, ja, dann würde ich sagen, Luis, dann lass uns doch noch Werbung machen zum Schluss. Uns wurde da was eingesprochen. Und dann danach wird es eine Zeitreise geben in die Zukunft bis zur nächsten Folge. In 4 Wochen, nämlich zum 15.12.2021 und zum 15.12.1921. Bis dahin viel Spaß beim Hören und bis zum nächsten Mal. Und nun Werbung aus dem Berliner Tageblatt vom 15.11.1921. Dr. Soxhlets Nährzucker Soxhletzucker. Als Zusatz zur Kuhmilch seit Jahren bewährte Dauernahrung für Säuglinge vom frühesten Lebensalter an in den Fällen, in denen natürliche Ernährung nicht durchführbar ist. Jetzt wieder frei verkäuflich und von allen Apotheken und Drogerien in Halbkilo und Viertelkilo Originaldosen zu beziehen. Originaldose trägt den Namenszug des Herrn Geheimrates Professor Dr. von Soxhlet, Nährmittelfabrik München GmbH Pasing bei München. Maulwurf Cape mit Zobelbesatz, wunderbares Modell, verkauft sehr preiswert, Wroblewski, Passauer Straße 23. FV Grünfeld sucht gewandte Stenotypistin, flotte Maschinenschreiberin mit guten Kenntnissen der französischen und englischen Sprache für sofort. Bewerbungen mit kurzem Lebenslauf schriftlich an Personalabteilung Berlin W.8 Leipziger Straße 22. Und nun noch zum Abschluss noch eine Bekanntmachung vom Präsident des Finanzamtes Groß-Berlin. Um den baldigen Abschluss der Einkommensteuerveranlagung für das Steuerjahr 1920 zu ermöglichen, bleiben die Finanzämter Groß-Berlins bis auf Weiteres an jedem Montag für den Verkehr mit den Steuerpflichtigen geschlossen. Zugleich wird wiederholt darauf hingewiesen, dass auch die Finanzkassen montags für den Publikumsverkehr geschlossen sind. Liebe Zeitreisende, vielen Dank fürs Zuhören. Das war's auch schon wieder mit der Folge. Gedanken könnt ihr gerne in Form eines Kommentars auf unserer Seite teilen, vor100.de. Dort erfahrt ihr auch, wie ihr uns unterstützen könnt. Vielen Dank.